Wir haben gar keinen Trank mehr, ne? Der Feuerresistenz, warum nicht? Wer hat da von euch geschlampt? Also ich war's bestimmt nicht. So. Das bauen wir gleich zu, bevor da noch ein Unfall passiert. Dann müssen wir es irgendwie anders machen. Ich meine, klar, mit unserer Teleportation Mod ist das Ganze natürlich einfacher. Machen wir uns gerade eigentlich unnötig kompliziert. Ja, guck mal, wir waren echt zu weit. Wir brauchten minus 29. Wo stelle ich das Portal hin? Bei minus was? Irgendwas mit 60 oder was war das jetzt gerade? So, minus 29. Und das sollte ungefähr 0 sein. Ja, ich weiß, wir machen das jetzt hier ohne Monster. Es ist schon ziemlich lahm, aber egal. Wir machen das jetzt halt einfach mal. So, pass auf. Und hier machen wir schon mal Obsidian. Obsidian. Wie man einfach nur Schemen erkennt und sonst nichts mehr. Krass, das hier eigentlich aussieht gerade. Wenn man mal drüber nachdenkt. Zum Glück mache ich das nicht. Yeah. Hat doch geklappt. Haben wir noch viele Steine dabei? Nö. Bis wir das hier mal wirklich fertig haben, das wird auch noch dauern. Gut, dann bauen wir hier noch ein bisschen drumrum. Das ist ja wohl das Mindeste. So. Einfach damit wir nicht direkt sterben, sollten wir mal hier reinkommen. Ne? Ihr wisst ja, wie es da vorne war. Da war es ja auch nicht gerade nett. Und dass wir da nicht gestorben sind, das war ja eigentlich schon die Heldentat Nummer 1. 1, 2, 3. Flatsch. Nicht mal. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. Hatte ich gerade Schiss. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir durch. Oh, ich habe Angst, Angst, Angst. Hey, es hat geklappt. Guck mal, wie geil. So, jetzt haben wir hier ein Portal und können jetzt jederzeit, wann immer wir Bock haben, hier durchgehen. Dann kommen wir hier raus. Können ganz entspannt hier rüber gehen. Also muss man diese Portale einfach im Nether bauen, nicht auf der Oberwelt. Das ist das Wichtige. Das wusste ich nicht. Das habe ich bis heute nicht gewusst. Jetzt habe ich es einfach mal rausgefunden, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Zack. Und dann ist man schon zu Hause. Ist vom Weg her natürlich um einiges einfacher und um einiges entspannter. Wir müssten da eigentlich nochmal so einen unterirdischen Weg machen. Zum Portal. Müsste doch gehen, oder? Müsste doch gehen. Naja, egal. Weiß ich jetzt nicht. Geht bestimmt. So, was wollte ich jetzt noch machen? Pflasterstein mitnehmen. Oder auch genannt der Cobblestone, Bruchstein oder wie auch immer man es nennen will. Wir nutzen mal gerade die monsterfreie Phase aus. Und bauen mal diesen Weg fertig. Das mit dem Portal mache ich übrigens gleich, vielleicht. Wenn ich Lust habe. Ich glaube nicht. Wir brauchen viel mehr Obsidian, glaube ich. Damit wir das wirklich machen können. So, pass auf, wir machen das jetzt hier mal auch mal so. Das ist mir viel zu unsicher hier alles. So, jetzt ist das auch mal gesichert. Man muss den Nähte ja nicht unbedingt noch unsicherer hinterlassen, als es sowieso schon ist. Ich finde das hier schön mit den Wolken und so. So.
Machen wir hier mal den Rand fertig. So. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht rückwärts ins Portal stolper. Mal an die Ecken ein bisschen Licht. So, dele. Ja, kann man doch langsam anschauen. So, dann haben wir hier ein bisschen Schutz wenigstens. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich drück mal lieber Shift. So. Na, das passt doch. Oder warte mal, hier machen wir es dann doch anders. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Sondern dahin und die Fackel kommt natürlich auch dementsprechend hier hin. Und hier machen wir es mal so. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, jawohl. Und dann hier oben würde ich dann Stufen oder sowas hinmachen. Haben wir leider gerade keine. Dann machen wir uns einfach mal welche. So dreist sind wir mal. Und so machen wir es einfach hier draus. Machen wir einfach ein Crafting Table in den Boden. Warum nicht? So. Und dann haben wir hier nämlich gleichzeitig auch ein bisschen Schutz vor irgendwelchen Ghasts oder sonstigem. Das ist der Nebeneffekt, der positive. So, wir brauchen noch ein bisschen. So. Okay. Und ein paar brauchen wir noch. Ja, hier können wir nochmal Fackeln hinpacken. So, so passt das doch. So. Dann haben wir hier so ein kleines Unterstell-Dingens. Ist doch schön. Hat doch Style. So, wir gehen gleich hier durch. Denn wir wollten ja... Oder gehen wir hier durch? Was wollten wir noch machen? Knochenmehl wollten wir verstreuen. Ja, dann können wir auch hier durch. Das stimmt wohl. Sehr, sehr cool. So, wie schaut's hier aus? Gut. Okay, sehr gut. Ich fühle mich ehrlich gesagt gerade mit der Musik im Hintergrund, als wäre ich jemand, der vom König beauftragt worden ist, die Bauvorhaben seiner Majestät zu kontrollieren, auf korrekte Ausführung und so. Alter. Hallo. Also Knochenmehlverbrauch. Denk doch mal an die armen Leute in Afrika, die nicht so viel Knochenmehl haben. Mann. Unlustig, ich weiß. Ja, ja. War jetzt schon kacke. War jetzt schon echt kacke, muss ich sagen. War jetzt kein guter Witz. Nee. Ja, vielleicht war ja kacke und trotzdem gut. Das kann ja auch sein, ich meine. Soll es geben, ne? Das ist ja
jetzt nicht so eine Seltenheit. So, machen wir hier mal ein bisschen dicht. Okay, dann hier ein Baum. Ich möchte eigentlich nicht, dass die so weit wachsen. Die sollten eigentlich eher klein bleiben, so wie der hier, damit es hier so schön dicht wird. Genau so war es richtig. Er hat es verstanden. So, wir machen mal alle fertig, dann kriegt der Boden ja auch nochmal eine Ration, um Gottes Willen. Das geht so. Doch, damit kann ich leben. Okay, dann du hier noch. Du darfst ruhig hochwachsen. Ja, ist ihm egal. Er wächst einfach gar nicht. So, jetzt wird das Ganze was. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das mit den Gedenkstätten machen. Die müssen ja auch noch irgendwo hin. Oh, das hier ist jetzt richtig cool. So, hier muss noch mehr Buschwerk hin auch. Hier soll man nicht so viel vom Wasser sehen. So kann man es machen. Hier muss dann dicht sein. Hier möchte ich nichts vom Wasser mitkriegen. Und dann passt das Ganze langsam. Das sieht doch langsam richtig gut aus. Das sieht langsam richtig gut aus. So, jetzt machen wir Trick 17. Und nehmen das Portal. So, Moment. So, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, wir können auch gleich wieder die Monster anmachen. So ist es ja gar nicht. So, machen wir mal auf normal. Man muss ja immer gleich übertreiben. Wobei, komm. Wir lassen uns mal bei schwer. Eigentlich. Ja, im Normalzustand sind die Monster ja trotzdem kein Problem. Das Skelett war ja nur fies, weil es uns aus dem Wasser raus angegriffen hat. Und da sind Skelette klar im Vorteil. Das wissen wir ja nicht erst seit heute. So, und was ich eigentlich auch schon mal lang machen wollte. Können wir ja gerade mal machen. So. Schön sieht es hier einfach aus. Mag das Shader Pack auch sehr. Und es läuft gar nicht so unperformant, muss man sagen. Ja, ihr kommt ja mit. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Kommt mit. Machen wir die Tür zu, ne? Wegen der Ordnung halber. Aber ihr kommt hier eh mit. Wie ich euch kenne. Ja, so ist es. Hoppla. So. So, ich brauche euch ja hier nicht unbedingt reinbitten. Ihr kommt ja auch hinterher gebeamt, ne? Jawohl. Eins. So, pass auf. Dann setze ich euch nämlich hier auch mal hin. Zwei. Wobei, komm, ich setze euch mal rein, dann... Müsst ihr nicht im Regen sitzen, weil ihr könnt ja nicht reingehen, wenn es regnet. Die anderen können ja wenigstens rumlaufen hier ganz frei. Hier ja nicht so. Rudi schaut auch schon ganz melancholisch aus dem Fenster. Und eins. Wo sind die anderen? Dieses Pferd, ne? Ich weiß ja nicht, was nicht mit dem stimmt, aber einiges auf jeden Fall. Und zwei, du kannst ja mal hier bleiben, ist ja kein Ding. Oh, der andere hat geplanscht gerade scheinbar. Auch cool.
Wo bleiben sie denn? Ich mag das ja Lelepack, muss ich ja mal sagen. Es ist jetzt nichts Besonderes, es ist jetzt nicht sonderlich spektakulär oder so. Aber es ist irgendwie einfach ganz cool. So, du bleibst mal genau hier. Ja, 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 ja. Und du musst noch irgendwo hin. Hallo. Okay, du bleibst hier sitzen, das ist ja auch in Ordnung. Und du, ja komm, dann setz dich halt dahin, wenn du schon so da rumhockst. Was auch immer hier besprochen wird, keine Ahnung, ich störe mal nicht. Okay, haben wir das auch mal gesehen, Schwein? Haben wir das auch mal gemacht? So, ich möchte mal ganz kurz zu unseren Freunden hier gucken. In die NPC-Stadt. Schön, dass das immer noch funktioniert mit dem Teleporter. Irgendwie habe ich immer Angst, dass das irgendwann mal kaputt geht. Papier, Smaragd. Was kannst du noch traden? Buch, Smaragd, verzaubertes Buch. Nö. Eher nicht so jetzt vielleicht. Kohle, Smaragd. Ich weiß halt nicht, die Smaragde, die braucht man eh nicht mehr, oder? Wow. Kann ich dann zig Kohle verschwenden, damit ich einen Smaragd krieg? Na gut, das könnte man noch am ehesten machen. Das hier auch. Das hier eventuell auch. Das hier auch. Waffenschmied? Ja, toll. Da waren wir schon, stimmt. Die Frage ist ja, was wollen wir eigentlich hier hin machen? Jetzt haben wir hier den Teleporter hingebaut. Jetzt müssen wir uns auch überlegen, was wir hier hin machen wollen. Danke. Aber ich wollte keine Kartoffel. Ihr seid praktisch. Ich sollte euch für mich arbeiten lassen. Was? Nein. Jetzt haben wir den Teleporter hingebaut. Abgesehen davon, dass hier eine Höhle ist, weiß ich jetzt nicht so recht, was wir hier wollen. Ich meine, hier sieht es extrem geil aus. Das ist keine Frage.